Naja, ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Ja. Ich glaube, dass solche Veranstaltungen, wie wir sie heute hier haben, letzte Woche oder vor zwei Wochen hatten wir den Club der klaren Worte, die Konferenz der klaren Worte mit Markus Langemann in München. Diese Veranstaltungen nehmen zu, die nehmen international zu. Die Wahrheit lässt sich nicht aufhalten. Ja, ich finde es ja gut, dass hier sind viele, viele Informationen. Das meiste davon weiß man, wenn man sich damit beschäftigt. Also ich beschäftige mich nicht nur mit dem Maskenthema. Ich kriege natürlich über unsere Kollegen im Verein durch auch das Impfthema mit und viele andere Dinge. Oder auch die statistischen Dinge, die Professor Hockertz heute erwähnt hat, dass letztendlich die Hauptpandemiewelle vorbei war, als der Lockdown ausgerufen wurde. Solche Dinge, das weiß man im Grunde genommen. Oder die Daten von Tom Lausen, die er bringt, das weiß man. Also es ist meines Erachtens klar, dass diese Aufarbeitung kommen wird. Es wird natürlich von den Verursachern dieser Krise gemauert, denn die haben ja was zu verlieren. Ja? Und man versucht ja auch weiterhin noch diesen Impfstoff sozusagen unter das Volk zu bringen. Nicht mehr sehr erfolgreich, trotz der Propaganda, die weiter gemacht wird. Zum Glück muss man sagen, weil die Menschen alle merken, hey hoppla, ich kenne hier 5 Leute in meinem Bekanntenkreis, denen geht es seit der Impfung nicht gut. Das Zeug lasse ich mir nicht nochmal reinspritzen. Es ist aber gut, dass es heute als Vorträge staccato-mäßig so hintereinander kam, und ich baue darauf, dass es in den Kanälen der AfD dann auch allgemein zugänglich wird, dass diese Filme erscheinen und die Menschen draußen informiert werden. Ich finde es klasse, dass viele der Politiker gesagt haben, demnächst, wenn die AfD Regierungsverantwortung bekommt in einzelnen Parlamenten, wird auf jeden Fall ein Untersuchungsausschuss, ein parlamentarischer, einberufen, und das finde ich gut. Das heißt, die Wahrheit holt uns ein, und die wird auch diejenigen einholen, die heute noch dagegen mauern. Wichtiger Baustein, der heutige Tag.